Am 21. April fand im Hotel Neptun in Rostock-Warnemünde der diesjährige Unternehmertag statt. Eine gemeinsame Veranstaltung der Unternehmerverbände Rostock-Mittleres Mecklenburg und Norddeutschland-Mecklenburg-Schwerin. Das große Thema: Digitalisierung. Das Thema ist voll angekommen. Also wir sind mittendrin. Das ist ein Prozess, wie ich es auch gesagt habe. Ich glaube, keiner hat Angst vor Digitalisierung, unserer Unternehmen hier im Land. Wie es zu erkennen ist, das Thema ist von hohem Interesse. Wir reden über Digitalisierung und es ist auch deutlich geworden, Digitalisierung ist auch ein großes Problem des Mittelstandes. Über mangelndes Interesse der Wirtschaft konnten sich die Unternehmerverbände wahrlich nicht beklagen. Mehr als 300 Anmeldungen waren eingegangen. Diese Unternehmertage haben ja genau das zum Ziel, Themen zu besprechen, zu diskutieren, die einfach aktuell da sind und die aber einer Weiterentwicklung bedürfen und die gerade für unseren Klein- und Mittelstand vielleicht noch nicht so präsent sind in ihrem täglichen Geschäft. Wir können eigentlich als Verband sehr viel dazu beitragen, das Thema immer wieder aufzurufen, zu gucken, was sind denn die konkreten Bedarfe an Unterstützung und hier die Vernetzung eigentlich herzustellen. Mecklenburg-Vorpommern hat beim Thema Digitalisierung aber auch einen riesigen Nachholbedarf. Gerade in den ländlichen Regionen muss die Infrastruktur so ausgebaut werden, dass sie den Anforderungen der digitalen Zukunft standhalten kann. Die Landespolitik hat das Problem erkannt und verspricht Abhilfe. Ein sehr spannendes Thema und ich finde, wir sind da also gar nicht mehr so am Anfang, wie ich das heute Morgen gedacht hatte, sondern unsere Unternehmer sind da schon mittendrin. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass das, was hier, glaube ich, heute deutlich geworden ist, dass das Unternehmen erst mal selbst erkennen muss, wo bei sich im Unternehmen der Bedarf entsteht. Und das geht vom kleinen Unternehmen bis zum Großunternehmen. Das betrifft nicht nur die Großunternehmen. Und wenn dieser Bedarf selbst ermittelt ist und bestimmt wird durchs Unternehmen selbst, dann muss die Politik natürlich unterstützen. Aber darauf sind wir vorbereitet. Wir werden diesen Prozess intensiv begleiten. Die Unternehmen haben sich auf den Weg gemacht, viele noch nicht, um das auch klar zu sagen. Aber wer sich heute diesen Prozessen eben nicht stellt, wird morgen nicht mehr am Markt sein. Viele Unternehmen des Landes sind längst dabei, die Möglichkeiten der digitalen Gegenwart zu erkunden. Dabei geht es um neue Absatzmärkte mit Hilfe des Internets, um Kostenersparnis durch digitale Effizienz, um neue Techniken in Produktion und Logistik, aber auch um neue Formen und Plattformen der Kommunikation und Werbung. Der Markt der neuen digitalen Möglichkeiten scheint endlos. Jedes Unternehmen sollte neugierig sein auf die Entwicklung, sollte sich angucken, wie bin ich selbst aufgestellt, was könnte ich verbessern. Das Ganze ohne Hektik, ohne Nervosität, sondern mit dem Bewusstsein, ich habe ja schon ein hoffentlich erfolgreiches Unternehmen und ich brauche ein paar Sachen, um auf die Zukunft zuzugehen und mit ihr klarzukommen. Das ist das Wichtigste, das heißt nicht nervös machen lassen, aber sich um alles kümmern, was die Entwicklung und die eigene Branche und das eigene Unternehmen angeht. Ich kann nicht sagen, die Unternehmen müssen das und das machen, sondern jedes Unternehmen muss das für sich entscheiden. Fazit des Unternehmertages: Für die Wirtschaft der Region ist die Digitalisierung längst gelebter Alltag, bleibt aber auch permanente Herausforderung. Nie war der technische Wandel so radikal, so allumfassend, wie ihn die Digitalisierung mit sich bringt.